Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn man unseren schönen Planet Erde aus dem Weltall so sieht, aus einer gewissen Entfernung, da denkt man, ach, das ist ja alles so kalt und dunkel. Aber wenn man jetzt mal etwas näher an die Erde rankommt und die untersucht, dann stellt man fest, dass wir eigentlich auf einem Planet sitzen, der sehr heiß ist, der sogar einen flüssigen Metallkern hat, mit Temperaturen von über 4000 Grad. Und selbst wenn wir nur von der Oberfläche ein halbes Prozent in Richtung Erdmittelpunkt uns bewegen, dann haben wir schon fast 1000 Grad Temperatur. Das ist eine Temperatur, bei der Silber schon schmelzen würde. Und jetzt ist natürlich die Idee klar, wenn wir schon auf so einem heißen Planeten sitzen, ob man dann nicht einfach ein bisschen in die Erde runterbohren kann und diese Wärme für Geothermie nutzen kann. Es ist so, dass bei uns tatsächlich an der Oberfläche alle 100 Meter, die wir uns in die Erde reinbewegen, es 3 Grad wärmer wird. Das heißt, in ungefähr 3 Kilometern Tiefe haben wir schon eine Temperatur von ungefähr 100 Grad Celsius, wo es also im Prinzip kochendes Wasser geben müsste. Und die Geothermie befasst sich nun damit, diese Wärme aus der Erde rauszuholen. Aber dabei gibt es ein paar Probleme. Zum Beispiel gibt es gar nicht überall in 3 Kilometer Tiefe Wasser. Ist schon mal geologisch einfach so vorgegeben, dass das gar nicht überall möglich ist. Aber nehmen wir mal an, wir hätten fließendes, frei bewegliches Wasser in dieser Tiefe. Dann gibt es noch ein zweites Problem. Wir können ja dem Wasser nur die Wärme entziehen, die es hat. Und diese Wärme können wir auch nicht unbegrenzt abkühlen. Technische Prozesse brauchen immer irgendwelche Temperaturen, die so mindestens im Bereich so, sagen wir mal, 60, 70 Grad Celsius sind. Sonst kann man kein Fernwärmenetz beispielsweise betreiben. Und das bedeutet, wenn wir 100 Grad warmes Wasser aus der Erde holen, können wir es trotzdem nur bis ungefähr 70 Grad abkühlen. Danach ist es nicht mehr technisch nutzbar, der Wärmegehalt des Wassers. Und das bedeutet, dass wir nur ungefähr 30 Grad Abkühlung bewirken können, und diese Energie, die da drin ist, die ist relativ gering. Pro Kilogramm Wasser können wir nur ungefähr 125 Kilojoule aus so einem Wasser rausholen. Wenn wir nach Öl und Gas bohren, können wir dieses Öl an der Oberfläche verbrennen, in Benzinmotoren beispielsweise. Und dabei wird ein Energiegehalt von über 41.000 Kilojoule pro Kilogramm frei. Das bedeutet, aus einer Ölbohrung kann man pro Kilogramm geförderter Flüssigkeit ungefähr das 330-fache an Energie rausholen. Und das bedeutet wiederum, dass man, um diesen schlechten Energiegehalt des heißen Wassers zu kompensieren, dass man bei einer Geothermiebohrung entsprechend viel größere Mengen nach oben holen muss. Anstatt wenig Öl aus einer Bohrung zu holen, müssen wir also immense Mengen Wasser rausholen, damit sich das überhaupt rentiert. Und das hat wiederum zur Folge, dass Geothermiebohrungen besonders großkalibrig angelegt werden. Wir müssen große Durchmesser bohren und große Stahlrohre zur Stabilisierung einbauen. Die sind alle sehr groß und schwer, und deswegen brauchen wir auch eine große, teure Bohranlage. Und das alles macht Geothermiebohrungen wesentlich teurer als Ölbohrungen. Und dann kommt noch hinzu, dass wir für eine Ölbohrung nur eine Bohrung brauchen, aus der wir ganz gemütlich ein bisschen Öl rausziehen. Das verträgt der Untergrund, aber bei Geothermieprojekten wollen wir so viel Wasser aus der Erde rausholen, dass wir das abgekühlte Wasser unbedingt wieder runter in den Untergrund bringen müssen, um nicht das ganze hydraulische Gleichgewicht im Untergrund durcheinander zu bringen. Und das hat zur Folge, dass wir bei Geothermieprojekten gleich zwei Bohrungen immer bohren müssen. Eine Förderbohrung für das heiße Wasser und eine sogenannte Reinjektionsbohrung für das abgekühlte Wasser. Und das macht die Kosten für ein Bohrprojekt sehr, sehr groß. Wenn wir mal gucken, was ein Geothermiekraftwerk kostet, dann sehen wir, dass der weitab größte Teil für die beiden Bohrungen investiert werden muss. Und weil sich das im Moment noch nicht rechnet, gibt es so wenig Geothermiekraftwerke. Wir in Freiberg forschen mit daran, die immensen Bohrkosten für die Tiefengeothermie zu reduzieren. Und da gibt es durchaus vielversprechende Möglichkeiten,
Und wer das ganz genau wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Geothermische Energiegewinnung. Wir würden uns freuen, euch dabei begrüßen zu dürfen. Glück auf!